Ja, ich spreche mit Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors hier in Mannheim beim Fondskongress. Das Jahr ist noch immer jung. Wir haben noch nicht mal den Januar zu Ende, Herr Naumer. Man könnte fast schon einen Jahresrückblick machen. Wir haben natürlich das Thema Griechenland wieder auf der Tagesordnung. Wir haben das QE der EZB. Wir haben den Frankenschock. Wir haben weiterhin den Rubelfall und wir haben den Fall des Ölpreises. Viele, viele Themen, die auch hier ein Thema sind. Wir haben uns vor einigen Wochen getroffen, Anfang Dezember in Stuttgart. Da wurde QE angedeutet von Draghi. Jetzt hat er geliefert und die Märkte haben noch mal kräftig positiv reagiert. Vor allen Dingen die Aktienmärkte. Wo stehen wir da jetzt, kurz vor Monatsultimo Ende Januar 2015? Ja, eigentlich da, dass wir schon einen Jahresrückblick schreiben können. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir haben eine Menge an Entwicklungen gesehen, die uns noch sehr lange begleiten werden. Also geldpolitisch heißt das natürlich, QE wird jetzt implementiert, muss sich über die nächsten Jahre oder nächsten Monate zunächst mal zum Anfang beweisen, dass es überhaupt funktioniert. Wir haben die Griechenland-Debatte, das hat sich ja mit der Wahl dort von der Situation auch noch mal ein Stück weit verschärft. Zeigt uns natürlich auch, dass in Europa insgesamt noch einiges zu tun ist und wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, naja, für die Kapitalmärkte ist die Botschaft dann schon, Freunde, ihr habt euch jetzt über das billige Geld gefreut, ihr freut euch immer noch über das billige Geld der Zentralbanken, aber jetzt müssen wir uns ins Jahr reintasten, gucken, dass Wachstum nachkommt, dass Unternehmensgewinne nachkommen und natürlich, dass die Staaten im Euroraum punkto Schulden, punkto Reformen an Arbeitsmärkten ihre Hausaufgaben machen. Also da gibt es jetzt noch viel zu tun. Ich glaube, dass wir, auch wenn wir schon fast einen Jahresrückblick von den großen Bullet Points her schreiben könnten, noch sehr viel Diskussionsstoff 2015 haben. Nun haben wir, Herr Naumer, ja nicht nur das billige Geld der Notenbanken, was als Treibsatz hier hilft, sondern Rückenwind kommt ja auch noch von zwei weiteren Effekten. Wir haben einmal den schwachen Euro und wir haben den schwachen Ölpreis. Das sollte doch für enormen Rückenwind sorgen. Sehen wir ganz genauso. Also Euro und Öl, Sie haben es genannt, sind für uns eigentlich die Konjunkturpakete par excellence. Deswegen gehen wir auch recht gelassen, was das Wachstum betrifft, um es zu sagen, mit einem gewissen positiven Beigeschmack in das neue Jahr, weil wir einfach sagen, die Top-Konjunkturpakete zünden, weil wir sehen, dass sich der Euroraum durchaus sehr gut entwickelt hat, besser zumindest, als man es manchmal meint, wenn man die Zeitung aufschlägt. Die deutsche Konjunktur läuft prächtig. Die anderen Konjunkturen, also der Mitgliedsländer im Euroraum, sind so in der Phase des Findens, auch durchaus Richtung Wachstum gehend. Insofern gute Ballvorlagen und dann auch eine Ballvorlage natürlich für Dividendenausschüttungen, für die Gewinne, die dahinter stecken. Das heißt, was sind Ihre Erwartungen an die anstehenden Quartalsergebnisse, also Q1, jetzt bin ich beinahe schon wieder beim Thema QE, also Q1, Q2, Q3, sollten doch durchaus positiv ausfallen können? Also hoffen wir mal, dass uns Q2 oder QE2, um das so zu nennen, erspart bleibt, aber die nächsten Quartale sehen wir durchaus positiv. Wir haben ja gerade, wenn wir im Euroraum sind die Gewinnentwicklung betrachten, das mal mit der Gewinnentwicklung amerikanischer Firmen vergleichen, schon die Situation, dass die Europäer stark hinterhergelaufen sind. Jetzt hilft uns ihnen die Wechselkursseite, jetzt hilft ihnen der Rückenwind der Konjunktur, die Bewertungen helfen dem Markt insgesamt. Insofern gutes Signal für Investoren, jetzt in Europa noch mal genauer hinzuschauen und aus meiner Sicht, wenn man noch nicht drin ist, einzusteigen. Jetzt hat der DAX nach der QE-Ankündigung von Draghi ja rund 5% noch zulegen können. Das ist eine ganze Menge. Wir sind fast bis an die 11.000 Punkte rangelaufen. Wie würden Sie im Moment die Marktbewertung einschätzen? Noch moderat oder doch zunehmend teuer? Also der deutsche Markt, muss man sagen, hat natürlich schon einiges an Fantasie jetzt drin. Ist einfach so, er ist nicht mehr brüllend billig, das wäre zu viel gesagt. Er ist noch ein guter Markt, in dem man einsteigen kann, keine Angst haben muss, dass man überbewertete Aktien kauft. Ich sehe das auch immer in Relation zum Gewinnbild, zu den Wachstumsaussichten. Sieht durchaus noch gut aus, aber natürlich die Performance, jetzt wenn wir es nur mal auf eine kurze Sicht von einem Jahr vielleicht nehmen, die Performance wird sehr stark von der Dividende kommen und weniger von der Kursseite, weil ich einfach der Auffassung bin, wir haben schon sehr viel Fantasie durch QE mit reingenommen, sind schon sehr weit gelaufen. Jetzt wenn wir uns auf Volatilität, das ist die unangenehme Seite der Botschaft, einstellen müssen. Aber natürlich, wenn ich in Aktien gehe, ich gehe in ein gewisses Risiko und will die Risikoprämie verdienen. Und wer länger als 10, 11 Monate investiert sein will, der ist bei Aktien auf jeden Fall gut bedient. Und selbst wer kürzerfristig dabei ist, der wird sagen, bevor ich auf der Anleihenseite Strafzinsen zahle, das tue ich ja faktisch, dreijährige, fünfjährige Bundesanleihen negativen Laufzeit, im negativen Bereich, dann gehe ich doch lieber auf die Dividendenseite und streiche mir einen Aktienzins ein.
Was heißt das dann für Ihr DAX-Ziel fürs Jahresende? Einige Häuser sind jetzt ja schon dabei, ihre DAX-Ziele anzupassen. Wo sehen Sie den DAX zum Jahresende? Also wir sind noch ganz gelassen und wenn Sie es nicht weiter verraten, wir haben unser Jahresziel beinahe schon erreicht. Also wir sagen 10.500 bis 11.000 in der Breite. Da ist, wie Sie merken, wenig Musik aktuell drin. Wenn das Gewinnbild, das Wachstum uns nochmal stärker überrascht, als wir erwarten, müssen wir anpassen. Aktuell halten wir diese Linie, wie gesagt, Volatilität. Und deswegen meine Botschaft, lieber auf die Beständigkeit Unternehmensgewinne jetzt setzen. Das scheint mir die bessere Strategie zu sein, als zu sagen, ich erwarte jetzt nochmal einen DAX bei 12.000, 13.000, 14.000. Der kommt, aber er kommt vermutlich nicht in diesem Jahr. Dann will ich doch nochmal abschließend auf Draghi und sein QE zu sprechen kommen. Ist da möglicherweise noch mehr zu erwarten? Kommt also beispielsweise nach einem QE 1 ein QE 2, 3 oder 4? Kauft möglicherweise die EZB irgendwann sogar Aktien, Herr Naumer? Also letzteres, da würde ich wirklich das Handtuch schmeißen und auswandern, glaube ich. Aber dass QE 2 kommt, würde ich auch in keiner Weise erwarten. Warum? Man muss sich mal das schiere Volumen anschauen, das Draghi aufs Buch nehmen will. Und man muss dieser Maßnahme auch jetzt mal die entsprechende Zeit geben zum Wirken. Insofern, ich erwarte es nicht. Ich glaube nicht, dass es so erfolgreich wird in Amerika. Dort ist es einfacher, mit QE zu stimulieren, weil der Markt insgesamt, die Wirtschaft, deutlich homogener ist als die europäische. Das muss man immer mit einberechnen. Ich sage aber noch einen zweiten Punkt dazu. Das Programm ist flexibel und wir sollten uns mal überlegen, es geht auch in andere Richtungen, flexibel zu sein. Also wenn die Inflation dann doch wieder stärker steigt und dieser Effekt des billigen Öls sich rauswächt, die Ölpreise wieder steigen, daher kommt ja die ganze Debatte der Deflation sehr stark. Was hält Draghi denn davon ab, zu sagen, naja, jetzt haben wir uns das mal angeguckt, wir haben ein Inflationsziel bei 2%, wir kommen schneller hin als gedacht, jetzt machen wir ein bisschen weniger. Also das würde ich mir als Investor schon mal so in mein Merkbuch mit reinnehmen und sagen, es könnte auch in die andere Richtung gehen. Ich erwarte es aktuell noch nicht, aber es ist gut, darauf eingestellt zu sein. Das klingt nach einem spannenden Jahr. Vielen Dank an Hans-Jörg Naumer. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.